Ja, dann würde ich jetzt starten. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Braunschweig Zukunft GmbH, der Wirtschaftsförderung des Gesellschafts der Stadt Braunschweig. Mein Name ist Gerold Lepper, bin Geschäftsführer der Gesellschaft und Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig. Ich darf Sie alle begrüßen, insbesondere die Damen und Herren des Rates der Stadt Braunschweig, natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Kammern, Verbände und engagierten Partner aus der Innenstadt, aus dem Bereich der CAP-Dienstleister, also der Lieferlogistik für die Innenstadt, insbesondere aber natürlich auch alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger. Ich freue mich sehr, dass wir heute nach einiger Vorbereitungszeit die Ergebnisse der Studie für die Innenstadt, die Logistikstudie für die Innenstadt präsentieren können. Dazu darf ich besonders danken an Frau Dr. Kurte und Herrn Dr. Esser, die beiden Vertreterinnen bzw. Vertreter des Beratungsbüros, die uns die Studie auch gleich vorstellen. Und ich danke auch vorsorglich schon mal meinem Kollegen Sebastian Hallmann, der auch gleich eine kurze Einführung vornimmt. Lassen Sie mich kurz einordnen. Wir haben ja den Innenstadtdialog gestartet. Gemeinsam mit der Stadt Braunschweig haben wir mehrere Sitzungen durchgeführt, aber auch einen Beteiligungsprozess für Bürgerinnen und Bürger. Zuletzt haben wir die sogenannte Wikimap gelauncht, also eine Möglichkeit im Internet über das Markieren von Orten in der Innenstadt auch Anregungen zu geben. Im Innenstadtdialog, in den Veranstaltungen haben wir Kammern, Verbände und ja, Vertreterinnen und Vertreter der besonders betroffenen Akteure aus Einzelhandel und anderen Anliegern der Innenstadt zusammengeholt, sodass wir insgesamt natürlich ganz viele Themen im Bereich der Innenstadtentwicklung neu in den Blick genommen haben. Im Oktober sind wir damit gestartet, mit dem allerersten Dialogforum. Seitdem ist relativ viel passiert. Es gibt aber eben auch Themen und Projekte, die schon vor dem Innenstadtdialog und vor dem Auftakt und der Aufforderung, Ideen und Konzepte einzubringen, gestartet sind. Die haben im Wesentlichen ihren Ursprung im ISEG, im Integrierten Stadtentwicklungskonzept, das die Stadt Braunschweig in einem breiten Beteiligungsprozess hat erarbeiten lassen. Dazu gehört zum Beispiel das Zentrenkonzept Einzelhandel, das derzeit, ich nenne es mal, renoviert wird oder im Prinzip nochmal überarbeitet wird. Dazu gehört aber eben auch die branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätsstudie für die Braunschweiger Innenstadt, die wir Ihnen heute vorstellen. Natürlich aber werden diese Prozesse, diese Studien dann auch im Innenstadtdialog weiter Berücksichtigung finden. Und wir werden die Ergebnisse entsprechend dort berücksichtigen. Zur Logistikstudie selbst. Wir sind 2020 mit dem Projekt gestartet und sind im Studiendesign, wenn Sie so wollen, genauso kalt erwischt worden wie viele andere von den Lockdowns. Wir hatten nämlich genau in den Wochen, in denen der allererste Lockdown der Corona-Krise dann kam, die Erhebung der Lieferverkehre in der Innenstadt geplant. Das hat natürlich keinen Sinn gemacht in den Zeiten, in denen dann der Lockdown verordnet war, sodass sich die erste Verkehrszählung schon erheblich verzögert hat. Die Corona-Krise hat aber auch die weitere Erarbeitung der Studie, ich sage mal, zumindest nicht begünstigt. Freue mich aber umso mehr, dass wir jetzt zum Abschluss gekommen sind und die Ergebnisse präsentieren können. Und insofern übergebe ich jetzt direkt an meinen Kollegen Sebastian Hallmann, der bei der Braunschweig Zukunft die komplette Studienerstellung begleitet hat und Ihnen auch zur heutigen Präsentationsveranstaltung den Ablauf und die Hintergründe zur Logistikstudie erläutern wird. Vielen Dank soweit von meiner Seite für Ihre Aufmerksamkeit und dann hat das Wort der Kollege Sebastian Hallmann. Vielen Dank für die Überleitung. Ich begrüße Sie auch recht herzlich hier in der Zoom-Konferenz und auch im YouTube-Livestream. Ich würde einmal kurz meinen Bildschirm teilen und Ihnen eine Präsentation zeigen, die ich mitgebracht habe. Sie müssten diese jetzt sehen können. Ganz kurz vielleicht organisatorisch nochmal. Wie gesagt, die Veranstaltung wird live gestreamt. Wenn Sie hier aus der Zoom-Konferenz also heraus dort nicht auftauchen möchten,
Dann können Sie einfach Ihr Mikrofon ausmachen. Ich habe eine Bitte. Ich versuche während der gesamten Zoom-Konferenz den Chat im Auge zu behalten. Wenn Sie also Redebeiträge haben oder Fragen haben, können Sie entweder mit einem kurzen B im Chat das ankündigen. Ich würde Sie dann zu gegebener Zeit aufrufen, beziehungsweise können Sie auch einfach Ihre Fragen und Anregungen im Chat schreiben und ich würde diese dann verlesen. Genau, kurz zum Veranstaltungsablauf. Man sieht ihn hier. Die Begrüßung von Herrn Lepper haben Sie gerade eben schon wahrgenommen. Ich würde kurz einführen und den Prozess und das Prozessdesign und unseren Hintergrund erläutern, um dann an Frau Dr. Kurte vom Büro KI Consult aus Köln zu übergeben, die Ihnen die wesentlichen Ergebnisse heute vorstellen wird. Begleitet wird sie von Ihrem Kollegen Herrn Dr. Esser, ebenfalls KI Consult. Im Anschluss wird Herr Lepper nochmal einen kurzen Ausblick geben. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was machen wir mit den Ergebnissen? Wie werden wir vorangehen? Und am Ende haben wir unter Top 5 die moderierte Diskussion für Ihre Rückfragen vorgesehen. Ich schätze mal so in 45 bis spätestens 60 Minuten, wenn wir den Top 5 erreicht haben, nur dass Sie für sich und Ihre Zeitplanung das vielleicht auch im Blick haben. Ganz kurz nochmal zu den Tätigkeitsfeldern der Wirtschaftsförderung. Ich habe es hier kurz mit ein paar Kacheln für Sie zusammengefasst. Also wir machen eine klassische Wirtschaftsförderung. Wir machen von Standortberatung und der Begleitung von Unternehmen in Baufragen über Innovationsförderung und Technologietransfer, wo wir eng mit der TU Braunschweig beispielsweise zusammenarbeiten und über Netzwerke, Kooperation und Clustermanagement. Ich verweise da beispielsweise auf das Clustermanagement am Mobilitätscluster am Forschungsflughafen. Sind wir auch in Themen wie Smart City Digitalisierung unterwegs, kümmern uns stark um Gründerförderung, haben da zwei Akzeleratorprogramme, um Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, machen aber auch Existenzgründerberatung und sind auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung im Bereich der Flächenentwicklung, also insbesondere der Gewerbeflächenentwicklung, unterwegs. Und unten sieht man als Querschnittsaufgabe Standort Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zählt auch zu unseren Schwerpunkten. Was sich sagen lässt, ist, dass wir eben im Bereich der kooperativen Stadt- und Standortentwicklung unterwegs sind. Wir setzen da eng immer auf Kooperationen mit unseren Partnerinnen und Partnern hier am Standort aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Und so lässt sich unter anderem eben auch erklären, dass wir bei der Erstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes eingebunden gewesen sind. Die meisten von Ihnen kennen das ISEC. Es ist aufgebaut in Rahmenprojekte. Man sieht es hier in der mittleren Darstellung. Das Rahmenprojekt Herz der Stadt Braunschweig, die Innenstadt als Identität und Impulsgeber. In den Rahmenprojekten selbst gibt es dann entsprechend Maßnahmen. Unter anderem zählt dort auch die ursprüngliche Idee dazu, ein Netzwerk zur Zukunft der Innenstadt einzurichten, was also auch den Ausgangspunkt für den Innenstadtdialog darstellte. Und man sieht hier eben auch verortet ursprünglich schon die Idee, eben eine branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätsstudie für die Innenstadt zu entwickeln. Der Untersuchungsraum, Sie kennen ihn auch. Es ist quasi unsere Innenstadt hier. Ich hoffe, Sie sehen gerade meine Maus, also logisch mit der Oker umschlossen. Ich habe so ein paar Zahlen mal für Sie mitgebracht. Braunschweig ungefähr 250.000 Einwohner, die Innenstadt davon rund 15.000, macht also ungefähr 6% auf 1%, rund 1% der Fläche. Genau sind es, glaube ich, 1,2% der Fläche des Stadtgebietes ist die Innenstadt. Man sieht es hier, 236,5 Hektar. Und eine andere Kennzahl, die ich auch noch mitgebracht habe, ist die Einzelhandelszentralität von 141,2. Was sagt die aus? Die sagt aus, dass Braunschweigs Innenstadt dass Braunschweig ein starkes Zentrum für Einzelhandel insbesondere ist. Man sieht hier den Referenz der Stadtgrößenklasse mit 122. Wir sind da also deutlich stärker aufgestellt und haben entsprechend ein großes Einzugsgebiet und zielen viele Bürgerinnen und Bürger bzw. Menschen aus dem Umland eben an, in Braunschweig einzukaufen. Was hat uns beschäftigt? Der Untersuchungshintergrund, kurz für Sie zusammengefasst, natürlich die Fragestellung, wie entwickelt sich der Einzelhandel künftig weiter? Auf der anderen Seite aber auch, wie entwickelt sich die Waren- und Lieferlogistik? Und wie hängen diese beiden Entwicklungen eigentlich miteinander zusammen? Und welche Wirkungen und Auswirkungen ergeben sich darauf für die Braunschweiger Innenstadt? Und das haben wir verbunden eben mit Zielsetzungen, unter anderem, ist wie gesagt ein Auszug, natürlich Aufenthaltsqualität in der Innenstadt in den Blick zu nehmen, Möglichkeiten der Verkehrslenkung sich aufzeigen zu lassen, damit verbunden natürlich die Reduzierung klimaschädlicher Emissionen auch in der Innenstadt und entsprechend eben auch aufzuzeigen, was gibt es denn für Lösungsansätze, was kann man eigentlich machen in den ganzen Bereichen.
Und auf der anderen Seite, das möchte ich auch noch erwähnen, ist natürlich die Lieferlogistik maßgeblich auch dafür zuständig und verantwortlich, dass Betriebe in der Innenstadt funktionieren, weil diese natürlich ebenfalls Waren versenden und Waren empfangen. Und weil eben ungefähr 15.000 Menschen in der Innenstadt wohnen, diese eben auch entsprechend beliefert werden wollen und müssen. Insofern ist das im Endeffekt so ein Wechselspiel. Wir müssen auf der einen Seite schauen, welche verträglichen Entwicklungen kann man fördern, auf der anderen Seite aber eben auch die Versorgung aufrechterhalten. Letztlich ging es uns also darum, eine objektive Grundlage zu schaffen, damit wir uns künftig in Braunschweig gemeinsam auch mit dem ganzen Thema Stadt- und City-Logistik weiter beschäftigen können. Umsetzung und Meilensteine, ich habe es hier ganz kurz mitgebracht. Wir haben uns also überlegt, wir brauchen auf jeden Fall eine thematische Einordnung und eben diese Darstellung der Zusammenhänge. Es müssen Vororterhebungen durchgeführt werden, einfach um diese objektive Grundlage zu schaffen, die wir brauchen. Die Herausforderungen müssen dann letztendlich dargestellt und auch im Dialog mit den Akteuren vor Ort, beispielsweise aus der Logistikbranche oder eben aus dem Einzelhandel, diskutiert und besprochen werden, um dann am Ende eben Best Practices und Empfehlungen abzuleiten. Im Ergebnis, heute, Herr Lepper hat es gesagt, werden eben die Studie vorgestellt. Man sieht hier rechts kurz den Aufbau, also an Anlehnung an das, was ich gerade eben vorgestellt habe, eben die Ausgangslage und Zielsetzung, die Analyse des Einzelhandels und der Wechselwirkung zur Logistik, eine Verkehrsmengenanalyse, was ist eigentlich bei uns in der Innenstadt unterwegs an Lieferverkehren, Best-Practice-Beispiele für die letzte Meile, Identifizierung von Suchräumen, wo man in der Innenstadt auch mit Logistiklösungen Verbesserungen erzielen könnte für alle Akteurinnen und Akteure und eben am Ende ein Handlungskonzept zur City-Logistik mit Maßnahmenempfehlungen. Und ich habe es hier auch aufgegriffen, es kommt auch am Ende nochmal für Sie. Wir haben unter braunschweig.de/Innenstadtentwicklung, das ist ja unsere übergeordnete Innenstadtentwicklungsseite, wo wir auch immer über den Innenstadtdialog informieren, haben wir eine Projektseite eingerichtet mit den Ergebnissen der Logistikstudie und auch mit der Logistikstudie selbst zum Download für Sie bereitgestellt. Sie können dann danach darauf zugreifen. Nach der Veranstaltung wird die freigeschaltet. Und damit übergebe ich jetzt an Frau Korte, die Ihnen übersichtsartig die Ergebnisse vorstellen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hallmann. Und schönen guten Nachmittag oder guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist schön, dass ich so viele Bekannte wieder sehe, die von Anfang an dabei waren und auch wirklich dazu beigetragen haben, dass das Konzept, was wir jetzt aufgestellt haben, auch tatsächlich ein gutes Konzept wurde. Ich hoffe, ich teile jetzt auch meinen Bildschirm wirklich. Tue ich das? Ja. Gehe ich mal von aus. Toll finde ich aber auch, dass so viele neue Leute da sind, die sich für das Thema interessieren, und ebenso toll finde ich, dass das Ganze auf YouTube gestreamt wird, sodass das vielleicht noch mehr Verbreitung finden kann, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Judith Korte, bin seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführerin der KE Consult aus Köln und seit einigen Jahren beraten wir Städte und Kreise zur letzten Meile. Das haben wir in Braunschweig zusammen mit dem Institut für Handelsforschung ebenfalls aus Köln gemacht, sodass in unserem Team nicht nur die Logistikkompetenz bei uns vertreten war, sondern auch die Handelskompetenz durch das IFH vertreten war. Was war das Ziel unseres Auftrags? Also unsere Aufgabe war es, Möglichkeiten zu finden, die letzte Meile innerhalb des Okerrings nachhaltig zu beeinflussen. Dabei bedeutet Nachhaltigkeit, den Wirtschaftsverkehr ressourcensparsam und möglichst wenig umweltschädlich abzuwickeln. Dabei sollte natürlich die Versorgung des Handels der Innenstadt aufrechterhalten werden. Die Versorgung der Innenstadt insgesamt musste gewährleistet werden. Das umfasst also alle Wirtschaftsverkehre, nicht nur die Logistikverkehre, sondern auch Handwerker, Sozialdienste und so weiter. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch, dass die Potenziale alternativer Zustellkonzepte und Abholmöglichkeiten gesehen und möglichst ausgeschöpft werden, dass Flächenkonkurrenzen erkannt werden und dass die Nutzung der knappen Infrastruktur in der Innenstadt optimiert wird. Und last but not least galt natürlich die Nebenbedingung, dass die Aufenthaltsqualität in der Braunschweiger Innenstadt für Einkaufende, aber auch für die Bewohnerinnen und Bewohner gewahrt bleiben sollte.
Wir hatten in Braunschweig eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Projekten, die wir in anderen Städten durchgeführt haben. Das war die explizite Berücksichtigung der Entwicklung des stationären Einzelhandels in der Innenstadt. Aus diesem Grund haben wir uns mit dem IFH Köln Experten dazu geholt, die dazu detaillierte Erkenntnisse liefern konnten. Nur jetzt mal ganz kurz, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben also zu Beginn haben wir den Handel und den Lieferverkehr in Braunschweig analysiert mit Schwerpunkt Innenstadt und uns die Wechselwirkung zwischen Handel und Logistik genau angeschaut. Dann haben wir auf Basis eines, ja, sagen wir mal, Baukastens für Lösungen, Lösungsansätze für die letzte Meile in Braunschweig gesucht und die in eine Roadmap, die den zeitlichen Ablauf auch für die Zukunft vorgibt, eingefügt. Das Ganze wurde begleitet von einem umfangreichen Beteiligungsprozess, an dem ja einige von Ihnen wirklich von Anfang an dabei waren und auch wirklich gut mitgearbeitet haben und uns sehr unterstützt haben. Dazu gehörten bilaterale Gespräche mit den Logistikern vor Ort, aber auch mit dem Handel. Dazu gehörten aber auch die zwei großen Workshops, die wir durchgeführt haben. Hier ging es vor allen Dingen um die Identifikation von Problemlagen und Lösungsmöglichkeiten. Und ganz am Ende steht dann das Handlungskonzept City Logistik, die Roadmap für Braunschweig, die ich Ihnen heute ein wenig näher vorstellen möchte. Wir starten mal mit der Situation im Handel. Also wir sehen hier 33% des Braunschweiger des Braunschweiger Handelsumsatzes werden in der Innenstadt gemacht. Vergleicht man das mit dem Einwohneranteil von etwa 5%, zeigen sich hier schon die Schwerpunkte der letzten Meile. Es geht also hier nicht nur um die Versorgung der Bevölkerung mit Paketen, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Versorgung des Handels in der Innenstadt mit Waren. Jetzt sind wir, hat Herr Lepper ja schon erwähnt, durch Corona nicht nur sagen wir mal, im Projektablauf gestört worden, sondern auch der Handel ist in seiner Entwicklung gestört worden. Sie sehen hier die Auswirkungen von Corona. Auf der linken Seite sehen Sie, dass im Vergleich zu 2017 die Zahl der Online-Shopper enorm angestiegen ist. Also Sie erkennen hier, dass da ein Anstieg um ein Viertel im Anteil am Shoppingverhalten zu verzeichnen ist. Auf der rechten Seite sieht man die Auswirkungen, die sich daraus auf den stationären Einzelhandel in der Braunschweiger Innenstadt ergeben. Der Umsatz sinkt im Vergleich 2020 zu 2017 um rund 10 Millionen Euro. Und die Anzahl der Geschäfte sinkt in etwa der gleichen Größenordnung. Dass sich das nicht so schnell ändern wird, das sehen wir jetzt hier auf der nächsten Grafik. Das sind hochaktuelle Zahlen vom IFH, die mir vorgestern geliefert haben. Die stehen auch so noch gar nicht im Bericht. Also wir sehen hier an den 2021er Säulen, dass das Wachstum des Onlinehandels nicht irgendwie ein temporäres ist, was 2020 aufhören wird. 2021 war noch genauso Corona. Von daher geht man weiterhin von riesigen Wachstumsraten im Online aus und die gehen hier je nach Szenario bis zu 27%. Und diesen Trend würden wir natürlich auch in Braunschweig sehen. Der wird sich auch in Braunschweig durchsetzen. Das IFH geht davon aus, dass die Entwicklungen im Onlinehandel zeitlich vorgezogen stattfinden. Also all das, was für 2030 prognostiziert wird für den Onlinehandel, wird im Grunde genommen schon 2025 erreicht. Der Umsatz im stationären Einzelhandel wird zwar womöglich auch aufgrund neuer Geschäftsideen wie Click und Collect oder Online-Aktivitäten der lokalen Händler leicht steigen, aber insgesamt wird die Anzahl der Geschäfte, das sehen Sie hier unten, noch weiterhin zurückgehen. Was bedeutet das alles für den Wirtschaftsverkehr in der Innenstadt? Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung sich vor allen Dingen in der Cap-Logistik niederschlägt. Der steigende Onlinehandel bedeutet steigendes Sendungsaufkommen. Der Einstieg der lokalen Händler in den Onlinehandel bedeutet ebenfalls steigendes Sendungsaufkommen, sodass wir insgesamt von stark steigenden Cap-Verkehren in der Innenstadt ausgehen. Wir rechnen da mit einem Anstieg von 60% bis 2030. Der weitere Wirtschaftsverkehr wird zwar auch nach unserer Einschätzung ansteigen, aber die Wachstumsraten werden weitaus geringer sein. Das bedeutet, dass in Braunschweig Lösungen für die letzte Meile gefragt sind. Wenn die Probleme jetzt noch nicht gravierend sind, so werden sie das auf jeden Fall in Zukunft sein.
Vor allem das stark steigende Paketaufkommen, aber auch die weiteren Wirtschaftsverkehre wie Stückgut, Logistik und Handwerker müssen irgendwie bewältigt werden. Dafür steht uns ein Baukasten von Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung, der auch zum größten Teil erfolgreich bereits in anderen Städten angewendet wurde. Falls Sie dazu einen Überblick gewinnen wollen, wir haben vor kurzem für die IHK Köln eine umfangreiche Sammlung guter Beispiele erstellt. Das finden Sie auf der Homepage der IHK Köln. Was steckt denn in dem Baukasten jetzt konkret drin? Also es sind zunächst neue Zustellpunkte und Prozesse. Allen voran die Liefer- und Ladezone, die die Belieferung weniger konfliktreich macht. Vorteil ist dabei auch, dass Lieferzonen je nach Ausgestaltung vom gesamten Wirtschaftsverkehr, also beispielsweise auch von der Strukturlogistik und von Handwerkern benutzt werden können und nicht nur von Paketdiensten. Paketshops und Paketautomaten, Nachbarschaftszustellung und auch die Arbeitgeberzustellung helfen, die Pakete zu bündeln und so den Umfang des Lieferverkehrs zu senken. Bei den alternativen Konzepten in der zweiten Spalte sehen wir vor allem die Potenziale der Mikrodepots, die ja bereits in vielen Städten aufgebaut worden sind oder gerade im Aufbau sich befinden. Aber ich weiß nicht, ob klar ist, ein Mikrodepot ist ein zusätzlicher Umschlagspunkt, an dem die Sendung per LKW angeliefert werden und dann in der Regel per E-Lastenrad weiter an den Endkunden ausgeliefert werden, wobei Endkunden sowohl Konsumenten als auch gewerbliche Kunden sein sollen. Mikrodepots eignen sich nicht für alle Sendungen, also große Sendungen, die eben zu groß fürs Fahrrad sind oder auch große Empfänger wie Elektromärkte, die sehr, sehr viele Waren auf einmal kriegen, eignen sich nicht, aber das Mikrodepot eignet sich tatsächlich für einen relativ großen Teil. Wir gehen derzeit von etwa einem Drittel aus und das wird uns auch von den Logistikern bestätigt. Aber nicht nur Pakete können via Mikrodepot ausgeliefert werden. Das klappt auch für palettiertes Stückgut. Das geschah erfolgreich in Köln durch Velocarrier. Das geschieht derzeit erfolgreich in Köln durch Newways. Also wir haben nicht nur die Chance, den Paketverkehr per Transporter in der Innenstadt auf Fahrräder zu verlagern, sondern wir haben auch die Chance, Stückgutverkehre zu verlagern. Der City Logistic Hub ist ein bisschen ein anderes Konzept. Der bündelt Lieferungen verschiedener Logistiker am Stadtrand und verteilt sie dann konsolidiert in ein Gebiet. Das macht zum Beispiel derzeit InCharge in Düsseldorf sehr erfolgreich. Die Entzerrung von Lieferzeiten, dabei denken wir vor allen Dingen an die Nachtbelieferung. Dazu hat Rewe in Köln vor einiger Zeit ein erfolgreiches Pilotprojekt gefahren, was aber leider nicht in die Verlängerung gegangen ist. Problematisch ist natürlich, sind die Lärmemissionen, die man auch nicht nur durch den Einsatz von E-Fahrzeugen abgemildert kriegt, weil auch die Hubwagen, die Rollwagen, selbst die Fahrer machen Lärm, sodass sich das eigentlich für Wohngebiete nicht wirklich anbietet, sondern eher für Gegenden, wo eben keine Leute wohnen. Bezüglich der alternativen Technologien wird derzeit bei vielen Logistikern die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte vorangetrieben. In mehreren Pilotprojekten werden autonome Fahrzeuge, Roboter und Drohnen getestet. Und die ganz große Lösung dabei ist der Smart City Loop, also eine unterirdische Pipeline für Pakete und Stückgut, wie das derzeit in Hamburg projektiert wird. Die Frage ist, muss Lieferung eigentlich immer auf der Straße stattfinden? Und die Frage bringt uns zu alternativen Verkehrsträgern. Mein Lieblingsprojekt für Braunschweig wäre ja die Paketstraßenbahn. Dazu läuft gerade ein Pilotprojekt in Frankfurt. Vielleicht wird das ja auch mal irgendwann was in Braunschweig. Und aus Utrecht kennen wir beispielsweise Lieferboote, wobei ich denke, dass die Oker nicht ganz so ideale Bedingungen bietet wie die Grachten in Utrecht. Sie sehen, es gibt eine Menge von Möglichkeiten. Einige davon, wie die Elektrifizierung der Fahrzeuge oder auch der Aufbau von Paketstationen oder die Inbetriebnahme von Paketshops, passieren bereits. Für andere ist die Unterstützung der Stadtverwaltung und der Stadtpolitik notwendig. Um das zu schaffen, also hinreichende Unterstützung zu geben, ist aus unserer Sicht eine systemische Betrachtung der Logistik notwendig.
Dazu gehört zunächst einmal die Entwicklung eines klaren, konkreten Zielbildes. Wo wollen wir denn eigentlich hin mit der Innenstadtbelieferung? Was soll eine City-Logistik erreichen? Wichtig ist es dabei, ein tatsächlich beschlussfähiges und umsetzungsfähiges Konzept zu entwickeln und dieses auch im Rat der Stadt zu beschließen, weil wir stellen überall fest, alles, was nicht beschlossen ist, wird auch am Ende nicht wirklich umgesetzt. Also der Wille der Politik muss schon dahinter stehen und von daher muss auch ein Beschluss dahinter stehen. Die kurzfristige Umsetzung und Entwicklung und Umsetzung von Modellprojekten hilft sehr bei der schnellen Lösung von akuten Problemen auf der letzten Meile, hilft aber auch bei der Akzeptanz für ein Handlungskonzept. Wer einmal sieht, dass was funktioniert, der akzeptiert auch ein Handlungskonzept eher als wenn das ins Blaue gemachte Konstrukt ist, wo man keinen Realitätsbezug zu hat. Wir empfehlen eine Offenheit für alle Themenfelder, die ich vorher in dem Baukasten beschrieben habe. Es geht aber darüber hinaus auch um die planerische Einbeziehung der Logistik, beispielsweise bei der Entwicklung neuer Stadtbausteine. Wir sehen die Aufgaben, die mit der Logistik verbunden sind, als fachbereichsübergreifend an. Und das ist einfach eine Sache, die akzeptiert werden muss. Da hängen sehr viele Fachbereiche, sehr viele Ämter dran. Von daher schlagen wir eigentlich immer vor, eine koordinierende zentrale Stelle einzurichten, die sich wirklich explizit mit Themen der City-Logistik befasst. Aus unserer Sicht ist sehr, sehr wichtig ein kontinuierlicher Dialog- und Beteiligungsprozess, aber auch ein Monitoring der Erfolge der Maßnahmen, die umgesetzt werden. Denn nur so ist garantiert, dass alle Stakeholder mit im Boot sind und nur so kann bei nicht erwünschten Entwicklungen gegengesteuert werden. Was sind jetzt aus unserer Sicht die Aufgaben für die Stadt Braunschweig? Sie sehen hier aus dem Bericht die Roadmap City Logistik, die kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen unterscheidet. Kurzfristig gehört die Etablierung einer Dialogplattform nachhaltige Entwicklung von Handel und Logistik dazu, die durchaus schon auf den vorhandenen Beteiligungsformaten, die es in Braunschweig gibt, aufbauen kann. Dazu gehört auch die Schaffung, ich erwähnte das bereits, einer zentralen Anlaufstelle, eines Kompetenzzentrums nachhaltige Logistik, die personell und finanziell und mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein muss. Ein großes Hemmnis bei der Umsetzung von Maßnahmen sind üblicherweise, und das wird es in Braunschweig bei den knappen Flächen auch sein, eben diese knappen Flächen, die als Logistikflächen zur Verfügung gestellt werden müssten. Wir plädieren von daher auch für die Einrichtung einer Vermittlungsstelle für Logistikflächen. Dann war unsere Studie rein auf die Innenstadt ausgerichtet. Also wir hatten wirklich die Begrenzung Okerring. Von daher müssten noch die Problemfelder und Handlungsbedarfe in den anderen Stadtbezirken untersucht werden und einbezogen werden. Und wir sehen es, dass erste Maßnahmen in der Innenstadt eigentlich schon jetzt angegangen werden, also im nächsten Jahr. Wir denken hier vor allem an Pilotprojekte zu Mikrodepots und zu Lieferzonen. Mittelfristig, das ist die mittlere Säule, die bis 2025 abgearbeitet werden sollte, geht es um die Verstetigung einer nachhaltigen Stadtlogistik. Dazu gehört zunächst eine Bestandsaufnahme der Flächen. Es wird sich immer wieder alles um Flächenverfügbarkeiten und um Flächenumwidmung und so weiter drehen. Also geht um eine Bestandsaufnahme der Flächen, die für eine logistische Nutzung in Frage kommen. Die Errichtung weiterer Mikrodepots und weiterer Lieferzonen sollte in dieser mittelfristigen Phase vorangetrieben werden. Dabei sollten auch smarte Lösungen zum Lieferzonenmanagement möglichst Hand in Hand mit dem Parkraummanagement eingesetzt werden. Das Thema Radverkehr sollte ebenfalls in dieser mittelfristigen Phase angegangen werden. Hier stellt sich die Frage, ob man die Belieferung per Fahrrad privilegiert, beispielsweise indem Einfahrten gestattet werden, die für Transporter nicht möglich sind oder indem Zeiten gestattet werden, die für Transporter nicht möglich sind. Hier stellt sich aber vor allen Dingen auch die Frage nach der Radinfrastruktur für Lastenräder. Also Lastenräder sind in der Regel breiter, länger, höher, empfindlicher, als das normale Fahrrad ist. Und Lastenräder brauchen auch ebenso wie Transporter, mit denen Pakete oder Sendungen ausgeliefert werden,
brauchen halt Platz zum Halten und zum Ausliefern. Mittelfristig sehen wir auch die Integration der nachhaltigen Stadtlogistik in die Stadtentwicklung und in die Stadtplanung. Wir sagen da, Logistikpunkte und Logistikflächen sollten schon in den Planungen für neue Stadtbausteine, für Entwicklungen, für Sanierungen und so weiter berücksichtigt werden. Und schließlich sollte in dieser Phase ein Monitoring der bereits umgesetzten Maßnahmen etabliert werden. Nur eine Erfolgskontrolle zeigt die Stärken und Schwächen von Maßnahmen und kann dabei helfen, die nächsten Projekte besser zu machen. Wenn wir uns dann die Phase der Langfristigkeit anschauen, das ist die rechte Seite bis 2030, da geht es darum, die gesetzten Ziele, die man hat, wirklich zu erreichen. Wir denken dann hier an eine Feinjustierung der Maßnahmen, die sich aus dem Monitoring ergeben. Wir denken aber auch an ganz neue Maßnahmen, die etwas langfristiger nur umzusetzen sind, wie die Einrichtung einer Lieferplattform oder auch die Unterstützung von Reallaboren zur Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien. Und da ist der Standort Braunschweig ja geradezu prädestiniert für. Auf Basis der Erfolgskontrolle müsste überlegt werden, ob die unterstützenden Maßnahmen, die wir im Grunde genommen in diesem Stadium jetzt vorschlagen, ausreichend sind, um eine nachhaltige Stadtlogistik zu etablieren. Falls dem nicht so ist, müssten auch ordnungsrechtliche Maßnahmen wie Einfuhr-Einverhemmnisse für gewisse Fahrzeuge oder Ähnliches angedacht werden. Sie sehen, es gibt viel zu tun, aber einiges ist bereits getan. Die erste Phase ist im Grunde genommen schon gestartet. Mit der vorliegenden Studie sind eigentlich die Grundlagen zumindest für ein beschlussfähiges Konzept gelegt. Allerdings beschränkt sich, wie gesagt, die Studie auf die Innenstadt von Braunschweig. Und da auch die weiteren Stadtteile nicht frei von Lieferproblemen sind, sollten diese auf jeden Fall berücksichtigt werden. Ergänzt werden müsste ein ganz konkretes Zielbild. Wo wollen wir hin? Wollen wir CO2- und feinstaubarmer liefern? Welchen Umfang sollen die Ersparnisse haben, die durch ein Konzept realisiert werden? Welche Nebenbedingungen sind auf jeden Fall bezüglich der weiteren Stadtentwicklung einzuhalten und so weiter? Ebenfalls gelegt sind die Grundlagen für eine Dialogplattform, die sich aus den Beteiligungsformaten, die es in Braunschweig sowieso schon gibt, fortsetzen kann. Für erste Lieferzonen, die eigentlich umsetzbar sind, sind bereits in Abstimmung mit den Stakeholdern Suchräume definiert worden. Eine Umsetzung könnte nach Prüfung durch die zuständigen Fachbereiche relativ zeitnah erfolgen. Das Gleiche gilt für ein erstes Mikrodepot. Hier sind ebenfalls Suchräume definiert worden. Zu denken ist hier, dass also wieder dieses Feedback zur Stadtentwicklung und zum Leerstand in der Innenstadt, dass auch Leerstandsimmobilien sich als Logistikimmobilien eignen, dass man auch durchaus darüber nachdenken kann, Mikrodepots in Leerstandsimmobilien einzurichten in der Innenstadt. Die Bereitschaft der CAP-Dienstleister mitzuziehen bei einem Mikrodepot, das in Braunschweig errichtet wird, ist bekundet. Und es liegen auch bereits Vorschläge für recht zügig umsetzbare Varianten vor. Und damit will ich Sie im Grunde genommen mit ein paar Impressionen aus Wiesbaden und Köln aus meinem Vortrag entlassen. Also Sie sehen hier eine mögliche Markierung einer Lieferzone in Wiesbaden. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite wollte ich Ihnen zeigen, dass Wiesbaden tatsächlich mitdenkt, dass auch die Lastenradräder irgendwo stehen müssen und dass auch hier Lieferzonen für eingerichtet werden müssen. Dann habe ich noch das Beispiel von Newways. Die haben ein Mikrodepot in Köln im Gürzenich-Parkhaus. Das ist wirklich mitten in der Kölner Altstadt, also da, wo eigentlich gar nichts geht, aber das ging. Das ist eine Lösung, die ich immer quick und gar nicht mal so dirty nenne, weil die wirklich kostengünstig ist mit relativ geringen finanziellen Mitteln. Die ist schnell zu realisieren und die ist vor allen Dingen fürchterlich flexibel. Also das sind Bauzäune, die man sich unter den Arm klemmen kann und bei Bedarf ins nächste Parkhaus tragen kann. Und zum Schluss noch ein Beispiel, das ist ebenfalls aus Köln. Das ist ein mobiles Mikrodepot, das seit einigen Jahren von UPS in Köln betrieben wird. Also das heißt, dieser Hänger hinter dem Transporter, der kann an beliebigen Stellen abgestellt werden.
Und dieser hier steht am Mediapark im Parkhaus. Und das wird vor allen Dingen abends von Kinobesuchern genutzt und steht tagsüber relativ leer, sodass da auch wirklich Platz ist. Und von hier aus wird der gesamte Mediapark mit all seinen Anbietern, Dienstleistern und auch Wohnbevölkerung, wird mit Sackkarren und mit Lastenrädern beliefert. Und der für mich ganz besondere Charme dieser Lösung aus verkehrlicher Sicht ist, dass durch dieses mobile Mikrodepot keinerlei zusätzlicher Verkehr generiert wird. Das heißt, der Transporter nimmt auf seinem Weg aus dem Depot in die Stadt den Hänger mit, stellt ihn ab und holt ihn abends wieder ab, sodass wirklich keine weiteren Verkehre entstehen. Und damit bin ich durch und freue mich auf Ihre Fragen und Beiträge. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Korte, wenn Sie kurz die Präsentation beenden. Jetzt ist der Kollege Hallmann, fürchte ich, raus. So wie das bei mir aussieht, ist er zumindest eingefroren. Ja, die Technik. Ich darf jetzt erstmal herzlich danken, Frau Dr. Kurte, für die Informationen und die Präsentation. Wir würden jetzt gleich eine kurze Diskussions- und Fragerunde natürlich ermöglichen, kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall erste Fragen gibt. Lassen Sie mich aber noch kurz einordnen, wie das weitere Vorgehen ist. Wir haben bewusst der Gutachterin und dem Gutachter sehr freie Hand gelassen und jetzt erstmal den Expertenrat abgefragt. Experte und Expertenrat allerdings auch durch zwei Beteiligungsrunden. Das heißt, die CAP-Branchenvertreterinnen und Vertreter waren beteiligt. Das war die IHK und der AI beteiligt. Und wir hatten ja auch eine Runde mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Ratsfraktionen. Und wir haben jetzt im Prinzip, denke ich, eine fachkundige Unterlage, auf der wir aufsetzen können, die wir gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus den Verwaltungsbereichen, die betroffen sind, auswerten und daraus ein Konzept entwickeln wollen, wie wir entsprechend vorgehen wollen, was wir umsetzen wollen. Ich denke, die aufgezeigten Lösungsansätze sind ja jetzt aus dem Fokus der Logistikbranche formuliert. Es ist aber natürlich klar, dass zum Beispiel die Standorte für die Mikrodepots nochmal angeguckt werden müssen. Man muss gucken, welche Nachbarschaften werden gegebenenfalls wie betroffen sein bei der Detaillösung. Wir haben ja bisher sogenannte Suchräume gehabt. Man muss sehen, wie die Stadtgestaltung, wie das verkehrlich funktioniert. Und unser Ziel ist es dann nach der Mitteilung, die an die politischen Gremien ja bereits ergangen ist, im kommenden Jahr dann nach einer verwaltungsinternen Abstimmung eine konkrete Umsetzung erster Maßnahmen aus der Studie auch in Abhängigkeit von den vorhandenen Ressourcen umzusetzen. Natürlich fließen die Ergebnisse der Studie, das können Sie sich vorstellen, auch in die anderen Prozesse ein. Wir haben zum Beispiel das integrierte Klimaschutzkonzept, das natürlich ein Stück weit wo es Beziehungen gibt und Zusammenhänge. Wir haben den Mobilitätsentwicklungsplan, der bei den Kolleginnen und Kollegen vom Fachbereich Straßenbau und Verkehr erarbeitet wird. Und wir haben natürlich auch gerade ja in Erarbeitung das strategische Rahmenkonzept für die Innenstadtentwicklung, wo es entsprechende Bezüge gibt. Also all diese Themen haben wir im Blick. Ja, die Studie und die Präsentation gibt es auf braunschweig.de Innenstadtentwicklung zum Download auch zur Verfügung. Und natürlich stehen wir auch unabhängig von dieser Veranstaltung heute für entsprechende Rückfragen zur Verfügung. Sie können den Kollegen Hallmann, mich oder im Prinzip natürlich auch anderweitig bei der Braunschweig Zukunft GmbH Ihre Fragen stellen. Soweit erstmal von meiner Seite. Ich sehe, dass Sebastian Hallmann sich wieder bewegt und dann jetzt auch gerne die Moderation der weiteren Fragen übernehmen kann. Gibt es solche Fragen? Ich habe jetzt gerade den Chat noch nicht offen, aber ich vermute ja. Ja, ich bin auch wieder da. Ich passend zur Wortübernahme bin ich rausgeflogen. Ich hatte gesehen, bevor ich allerdings rausgeflogen bin, dass Frau Viergut im Chat
was geschrieben hatte, hatten Sie eine Frage. Richtig, ich habe eine Frage. Schön, dass ich anfangen darf. Vielen Dank erstmal, Frau Dr. Kurte, für den interessanten Überblick. Das war wirklich mal sehr interessant, das so kurz zusammengefasst zu sehen. Nun ist es ja so, dass so eine Nachfrage bzw. so ein Bedarf so einer City-Logistik so sehr stark schwankt, so über eine Jahresganglinie, so über die Zeit. Also wenn man zum Beispiel an die Weihnachtszeit gerade denkt oder an sowas wie die Black Friday Week, da kann es ja schon sein, dass es mal etwas mehr zu transportieren gibt. Meine Frage wäre, wie ist Ihre Einschätzung? Solche hochbelasteten Zeiten, könnte da so ein Konzept, wie Sie es jetzt beschrieben haben, Bestand haben, also wenn der Warenumschlag besonders hoch ist, oder sehen Sie da noch ein paar Herausforderungen in dem Bereich? Sollen wir sammeln oder soll ich direkt, Herr Hallmann, wie hätten Sie es gerne? Ich durch mein Verlassen der Zoom-Konferenz weiß ich nicht, ob es weitere Beiträge gibt. Im Moment sehe ich keinen im Chat. Insofern können Sie eigentlich direkt antworten. Und ansonsten, genau, alle anderen Teilnehmenden gerne im Chat kurz bemerkbar machen. Wir nehmen Sie dann dran, rufen Sie auf. Ja, dann mache ich es direkt. Ja, interessante Frage. Also was ist wirklich mit den Peak-Zeiten? Also ich glaube, ein Konzept am absoluten Peak auszulegen, ist nicht möglich. Also wenn wir das Konzept am Peak auslegen, dann schaffen wir so viele Logistikflächen in Braunschweig, wie wahrscheinlich keiner wirklich haben will. Wir müssen es natürlich schaffen, Peaks hinzukriegen. Wir sehen beispielsweise in Köln, aber auch an anderen Städten, dass die Mikrodepots durchaus in der Lage sind, indem die Räder eben nicht nur von, sagen wir mal, 8 bis 14 Uhr fahren, sondern noch eine zweite Schicht fahren, Peaks abzufedern. Wir werden aber, glaube ich, immer im Weihnachtsgeschäft mehr Verkehr in der Stadt haben, als wir im Mai haben oder in den Sommerferien haben. Da wird man nichts dran ändern können. Ich glaube, eine große Rolle könnten in dem Zusammenhang diese ganzen Bündelungsaktivitäten wie Paketshops oder Paketstationen spielen. Also alles, was gebündelt wird und wo ein Transporter oder auch ein Fahrrad nicht 10-mal für 10 Pakete anhalten muss, sondern einmal für 40 Pakete, hilft natürlich sehr. Und das hilft auch im Weihnachtsgeschäft sehr. Und man merkt es auch im Augenblick, dass der Aufruf beispielsweise von DHL bei Facebook kommt, Leute, bestellt an die Packstation, bestellt nicht nach Hause, wir kriegen es sonst nicht hin. Also da diese ganzen Bündelungsgeschichten, da ist zum Beispiel auch die Arbeitgeberzustellung zu nennen, also sich die Pakete quasi zum Arbeitgeber zu bestellen, sodass für jeden Stopp eben diese Drop-Faktoren, also die Anzahl der Pakete, die ausgeliefert werden mit einem Stopp, dass die einfach steigt, die können schon zu einer hohen Entlastung führen, gerade auch in diesen Weihnachtsgeschäftszeiten. Herr Esser, wollen Sie daran direkt noch anschließen? Ja, vielleicht Klaus Esser, KE Consult, noch eine Ergänzung von mir. Ja, wir haben diese Peakzeiten in frühen Jahren ja sehr viel stärker gesehen, aber ich glaube, in den letzten 2 Jahren haben wir eins gesehen in Deutschland. Die Cap-Branche arbeitet ganzjährig fast am Peak. Ja, also Corona hat doch da sehr viel verändert und sozusagen diese Auswüchse zum Weihnachtsgeschäft sind nicht mehr so stark ausgeprägt wie vor 2, 3 Jahren. Das ist eine Beobachtung, die wir in den letzten Jahren sehen, dass also über das gesamte Jahr hinweg eine sehr hohe Menge zugestellt wird. Und das Zweite, wenn wir nochmal solche Ausprägungen, Sendungsmengen, Spitzen haben im Dezember, kann man natürlich auch über mobile Lösungen nachdenken. Also mobile Lösungen wie eben doch diese Anhänger oder andere Flächen, die man temporär, pop-up-mäßig nutzt, um diese Flächen dann für die Zustellung auch zu nutzen sozusagen. Also das ist auch möglich, so dass man das nicht immer stationär und für alle Ewigkeit dann aufbauen muss. Das vielleicht noch als Ergänzung von mir. Vielen Dank, Herr Esser. Dann habe ich Frau Jalischko und danach Herrn Diesterheft. Vielen Dank, Herr Hallmann, und vielen Dank für die Präsentation. Ich glaube, die Studie wurde uns ja auch im Vorfeld als Mitteilung, also
wurde, glaube ich, den Ratsgremien auch im Vorfeld als Mitteilung schon zugänglich gemacht. Da konnte ich auch schon ein bisschen reinschnuppern. Und die Frage, die sich für mich primär stellt, ist tatsächlich dieses, wie geht es jetzt weiter? Weil die Instrumente, also das hat Frau Kurte ja sehr schön aufgezeichnet, Werkzeugkoffer oder Instrumentenkoffer wurde das genannt. Diese Instrumente, die sind ja alle nicht wirklich neu, ne? Also Mikrodepots, Verlagerung auf andere Verkehrsmittel, Lastenräder, selbst das Thema Paketbahn oder Güterstraßenbahn habe ich schon mal gehört, so als Gedankenexperiment. Und dass das alles in Braunschweig geht grundsätzlich, ich glaube, das ist uns auch allen klar. Aber die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wird die Verwaltung uns als Politik in kommender Zeit einzelne Vorlagen geben mit einzelnen konkreten Maßnahmen, also zum Beispiel Mikrodepot in der So-und-So-Straße oder wie auch immer? Oder macht die Verwaltung sich jetzt auf den Weg und erarbeitet ein Konzept für die gesamte Innenstadt oder meinetwegen auch für einzelne Quartiere, wo dann die City-Logistik sozusagen ganzheitlicher einmal, also mit so einem Maßnahmenkatalog oder so hinterlegt wird. Weil ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht am Ende zu mehr Verwirrung führt, wenn man mit einzelnen Maßnahmen wie Mikrodepot hier, Paketstation da arbeitet, weil ja Logistik immer so was Flächendeckendes ist eigentlich. Also kurz gesagt, womit kann ich als Politikerin jetzt rechnen in den nächsten 1 bis 2 Jahren? Braucht es jetzt noch einen politischen Beschluss, dass Sie dieses Konzept erarbeiten? Oder kann ich mich darauf verlassen, dass Sie zu gegebener Zeit damit auf uns zukommen und dann natürlich auch in die Umsetzung kommen? Darf ich einen Rat geben dazu? Also mein Rat wäre ein Beschluss. Alles, was beschlossen ist von der Politik, wird von der Verwaltung umgesetzt. Also das zeigt sich, die Politik muss dahinter stehen, dass wirklich was erarbeitet wird. Und da hilft ein Beschluss schon sehr. Frau Esser, wir sind noch nicht in Köln. Na ja, gut. Nein, aber Spaß beiseite. Ich würde ganz kurz antworten, Frau Jeliszko. Ich hatte das vorhin schon angeführt. Natürlich haben wir dieses Konzept ausdrücklich nicht für die Schublade gemacht. Wir haben es ja gemacht, weil wir glauben, dass viele positive Effekte davon ausgehen. Nur zwei davon: einmal das Thema Klimaschutz, aber andererseits eben auch das Stichwort Aufenthaltsqualität, was für die Innenstadt ja eben schon sehr, sehr wichtig ist, dass wir da dringend ran müssen. Ich bin ja nun mit meinem Büro in der Innenstadt und mich stört es ehrlich gesagt schon, dass auch tagsüber diverse Lieferverkehre mitten in der Fußgängerzone auch an engen Stellen stattfinden. Und ich glaube, das muss zeitnah der Vergangenheit angehören. Das heißt, um Ihre Frage konkret zu beantworten, wir haben uns vorgenommen, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen auf jeden Fall für die Innenstadt erstmal Pilotprojekte zu starten und von uns aus Ihnen dann auch ein Konzept vorzulegen. Ich habe den gar nicht mitgekriegt. Du hattest nochmal angerufen, zweimal. Ja. Irgendjemand spricht jetzt. Robert. Glogowski. Robert, magst du dein Mikro ausmachen? Okay. Gut, das Mikrofon ist schon aus. Ah ja, ist schon passiert. Okay, gut, danke, Alassak. Also ich hoffe, es war verständlich. Wir würden mit den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung und den CAP-Dienstleistern ganz konkrete Projekte besprechen. Also sie werden keine vollumfängliche Umsetzung für die ganze Stadt von uns vorgeschlagen bekommen, sondern erstmal ein erstes Paket an Maßnahmen für die Innenstadt. So ist der Plan. Und das sicherlich auch, ich traue mich jetzt mal, das zu versprechen, im ersten Halbjahr 2022. Dann würde ich direkt weitergeben, wenn es in Ordnung ist, und Herrn Diesterheff das Wort geben. Ja, vielleicht mal zu meiner Person, für die, die mich nicht kennen. Also neben Ratsherr bin ich auch innerhalb der IG Metall als Geschäftsführer in Wolfsburg unterwegs und beschäftige mich auch schon sehr lange mit Kontraktlogistikern, Just-in-Time und all diese Möglichkeiten, die es gibt. Und freue mich natürlich auch, dass es innerhalb der Volkswagen-Gruppe auch schon die Ansätze gibt, Lastenfahrräder zu produzieren, was im nächsten Jahr auch anläuft. Für mich ist noch so ein bisschen offen in der Gesamtbetrachtung, wie wir das hinbekommen, dass jemand das wirtschaftlich abbilden kann, wenn es noch so viele unterschiedliche
Service-Dienstleistungen auf Verbrenner gibt in einer Stadt. Und wie wir es dann hinbekommen, auch denjenigen, der sagt, okay, ich mache es CO2-neutral mit Lastenfahrrädern und versuche, den Einzelhandel so zu bestücken, dass zum einen dort die Waren sind, die ich mir anschaue, die ich auch haben will, aber sie vielleicht nicht mitnehmen will, sondern dass sie dann auch auf anderen Wegen bei mir zu Hause ankommen, weil ich durch die Stadt bummle mit der Familie, noch ins Kino will oder halt auch sage, ich brauche es vielleicht noch nicht morgen, ich brauche es erst nächste Woche. Und diese Herausforderungen, die Kunden der Zukunft haben werden, müssen wir natürlich als Eventstadt, Herr Lepper, Sie haben es schon angedeutet, dass wir die komplett verändern müssen, weil wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir Kunden haben, die gern mit den ganzen Päckchen zu Weihnachten durch die Stadt stürmen und die mitschleppen, sondern sie wollen sich das angucken und sie wollen sagen, das will ich haben und das muss dann CO2-neutral bei mir vor der Haustür sein. Wie das gemacht wird mit Drohnen oder Lastenfahrrädern, wie auch immer, das ist erstmal Faust zweiter Teil, weil in Ruhe irgendwo in einer Galerie mir dann auch noch das passende Bild auszusuchen, was ich vielleicht dann auch noch zu Weihnachten verschenken will, will ich auch nicht durch die Stadt tragen, sondern da will ich bequem es da haben, wo ich es dann hinterher zu Hause habe und dann mitnehmen kann als Geschenk oder ähnliche Dinge. Und diese Dinge werden sich erheblich verändern. Was zusätzlich dazu kommt, ist natürlich auch, dass wir ja nicht nur Waren in der Stadt haben, sondern auch Lebensmittel, die dementsprechend transportiert werden müssen, wo es auch wichtig ist, die Frische zu haben und vielleicht auch zu schauen, wie wir Stück für Stück von gefrorenen Waren auch zu anderen Waren in der Stadt umweltverträglich dann Transportsysteme haben, die funktionieren. Und dabei wird es auch wichtig sein, dass es nicht nur aus der Stadt raus, beziehungsweise hier ist ja in die Stadt rein geschaut worden. Es müssen auch die Waren wieder aus der Stadt raus, wie das eigentlich in Kooperation läuft, ohne dass sich der Einzelhandel da irgendwie in die Quere kommt. Weil wenn wir es wirklich gestalten wollen, brauchen wir auch eine gute Mitmachstadt, die sagt, wir konzentrieren uns auf denjenigen, der für uns diese Dienstleistung erbringt und auch nach vorne bringt, wo die Menschen auch dementsprechend schult, vernünftig ausgebildet, weil das teilweise vielleicht auch eine andere Tätigkeit ist als nur der normale Briefträger oder halt Verteiler, der das macht, sondern auch andere Gesichtspunkte dabei eine Rolle spielen und inwieweit man digital sich auf Plattformen verständigt, die dann es auch ermöglichen, diese Dienste so bequem wie möglich auch aufzunehmen. Und das ist wirklich eine immense Herausforderung, wo man nicht nur die Logistik sich anschauen kann, sondern man muss auch schauen, wie weit gibt es auch die Bereitschaft da, langfristig mitzumachen. Und diese Verkehrskonzepte der Zukunft auch so einzubauen, dass der Linienbus, der durch die Stadt fährt, von Waggum bis nach Leiferde, auch gleichzeitig in der Stadt unten die Möglichkeit bietet, an einem gewissen Stellen 5 Minuten länger zu stehen, die Pakete mitzunehmen und sie dann entweder nach Waggum oder Leiferde direkt in eine Paketstation packt, die ja an vielen Stellen noch nicht da sind, obwohl Bezirksräte in unserem Stadtgebiet danach schreien und sagen, wo sind denn die Flächen, die freigehalten werden, damit man dann auch solche Points einsetzen kann. Weil viele Verkehre finden ja nun auch innerhalb unseres Stadtgebietes statt. Und wie kriegen wir es dann darüber hinaus hin, auch umweltbewusst diejenigen zu bedienen, die hier in der Region sind? Und das ist für mich noch eine große Herausforderung, die in der Studie nicht so ganz klar wird, aus meiner Sicht. Aber die Studie zeigt auch auf, dass wir zumindest viele Systeme kennen, die ja auch bekannt sind, wo auch sich schon viele mit auseinandersetzen. Aber sie müssen dann auch sinnvoll integriert werden in das Leben der Stadt und auch die Möglichkeit bieten, dass wir die Älteren, die wir haben, die auch in den Sozialplänen, die die Stadt macht, also Altenhilfeplan, wo diese Dinge von Einkaufsmöglichkeiten ja auch berücksichtigt werden, hinterher auch eine Rolle spielen in den logistischen Möglichkeiten,
die vielleicht auch eingreifen auf diejenigen, die das zurzeit machen. Das heißt, Caritas, Johanniter, wieso nehmen die das nicht mit? Wie werden die eingebunden? Damit es ein fließendes System wird in eine neue Generation der Logistik. Ja, und diese ganzen Ansatzpunkte beschäftigen mich sehr. Und die beschäftigen natürlich auch viele großen Firmen, die jetzt gerade überlegen, was ist denn besser, Amazon zu nehmen, mein Logistiksystem zu nehmen oder jetzt auch auf neue Logistiksysteme zu setzen, die ich dann auch nach vorne treiben will, weil sie halt einen großen Anteil daran haben, CO2-neutral zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Diester. Frau Kurt, habe ich richtig gedeutet, dass Sie dazu gerne was sagen wollen, zumindest sah es von der Körperhaltung so aus. Ja. Steigen Sie gerne ein, ich würde nochmal ergänzen. Ich gebe Ihnen völlig recht, also das Thema Lieferplattform und auch das Thema, sagen wir mal, Einigung auf eine Lieferplattform ist tatsächlich ein Thema, was zumindest langfristig gelöst werden muss. Wir haben das auch wirklich in die Phase des langfristigen Auftrags gepackt. Also ich kenne das hier aus dem Rheinland, aus Bad Honnef, wo beispielsweise die Wirtschaftsförderung eine Lieferplattform aufgebaut hat. Und das funktioniert. Die haben das wirklich mit großer Beteiligung des lokalen Handels geschafft, die Lieferplattform aufzubauen. Die ist natürlich am Anfang ein Zuschussgeschäft, das ist völlig klar. Das mag sich aber irgendwann mal dadurch ändern, dass der stationäre Handel einfach auch seine Anteile behält und dass man dann vielleicht auch eine Lieferplattform, sagen wir mal, zumindest mit einer schwarzen Null betreiben kann. Vielen Dank, Frau Kurte, für die Ausführung. Ich würde mal ganz gerne auch noch ergänzen. Herr Diester, Sie zeichnen natürlich die große Vision am Ende, die letztendlich auch den erstrebenswerten Status quo dann darstellt. Ich glaube, das, was auch Frau Striese im Chat dazu geschrieben hat, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, ist natürlich, dass die innerstädtischen Betriebe insbesondere dabei auch motiviert werden müssen, sich an solchen Aktionen zu beteiligen. Das ist erfahrungsgemäß ein großer auch Überzeugungsaufwand in weiten Teilen. Und es wird auf jeden Fall eine Moderationsaufgabe sein. Deswegen glaube ich, ist dieser Ansatzpunkt, den KE-Consult dort am Ende auch formuliert, für uns zunächst erstmal über so eine Dialogplattform und Dialogformate einzusteigen, die Netzwerke zu knüpfen, mit Pilotprojekten zu starten und Dinge zu erproben, um dann so Stück für Stück letztendlich auch zu einer großen Lösung zu kommen, ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber ich stimme natürlich zu, am Ende sollte das, was Sie da auch skizziert haben, eine Vision sein, die man auch verfolgen kann. Das Einzige, was ich nicht ganz so verstanden hatte, war Ihr Punkt zum Thema Lebensmittelversand, weil natürlich die Lebensmittelversorgung innerhalb Braunschweigs auch mit dem Ziel der kurzen Wege entsprechend auch aufgebaut und strukturiert ist, sodass also insbesondere die Lebensmittelversorger in der Innenstadt auch überwiegend die Menschen erreichen werden, die in der Innenstadt leben. Und so gibt es natürlich Nahversorger in jedem Stadtgebiet. Insofern bin ich mir unsicher, ob da muss ich jetzt widersprechen. Es gibt nicht in jedem Stadtteil eine Lebensmittelversorgung, auch keine Ärzte. Also dafür haben wir ja schon eine Studie innerhalb der Stadt, die das auch ganz deutlich aufzeigt, wo es das nicht gibt. Ja, also da sind wir noch nicht altersgerecht und haben auch keine Versorgung in dem Bereich. Okay, dann danke ich für den Hinweis. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass wir, bevor die nächste Meldung kommt, dass wir jetzt ja verschiedene Projekte mit, ich sage jetzt mal, kommunalen Lösungen oder lokalen Lösungen versucht haben. Und das zieht sich ein Effekt durch, wenn ich jetzt zum Beispiel die Support Your Local angucke, wer da mitgemacht hat, dann waren es die kleinen und mittleren eigentümergeführten Betriebe, die mitgemacht haben, nicht die Filialisten. Wenn ich angucke, der Stadtgutschein, den wir gemacht haben, dort waren es die kleinen und mittelständischen Braunschweiger Betriebe, die mitgemacht haben. Die Filialisten haben zum Teil einfach im Prinzip von zentraler Seite Vorgaben, sich nicht zu beteiligen. Und wenn ich Ihnen jetzt zu Ende noch sage, wer mitgemacht hat bei der Bändchenlösung für die 2G-Lösung im Einzelhandel,
dann ist es auch hier wieder dieser Effekt. Was ich damit sagen will, ist, dass möglicherweise wir als Großstadt mit einem hohen Besatz an Filialisten an dieser Stelle tatsächlich wahrscheinlich uns schwer tun werden. Das soll bitte nicht heißen, dass wir keine Ambitionen hegen, aber dass wir kurzfristig wahrscheinlich erstmal mit einem lokalen Partnercluster starten müssen und die Filialsysteme, die natürlich Logistik konzernweit auch denken und optimieren, so schnell auf eine einheitliche Plattform nicht bekommen. Deshalb würde ich da vielleicht noch ergänzen wollen, dass wir eher darauf setzen, mit den CAP-Dienstleistern, mit den Einschlägigen vor Ort, die jetzt auch schon im Prozess beteiligt waren, eher dort Gemeinschaftslösungen zu finden, die quasi eine Bündelung nicht generell, sondern auf der letzten Meile nach Möglichkeit schaffen oder im Prinzip durch die genannten Depots eine Reduzierung bringen. Hatte ich selbst noch einen Punkt, warum es in den Stadtteilen, das war mir jetzt so nicht bekannt, machen ja im Prinzip solche Standorte für Mikrodepots, würde wahrscheinlich 66 genehmigen, also der Fachbereich Straßenbau und Verkehr oder zumindest das Baudezernat. Das nehmen wir gerne nochmal mit. Warum das bisher nicht passiert ist, kann ich leider aktuell jetzt so nicht beantworten. Aber es ist natürlich gedacht, dass die Erfahrungen, die wir in der Innenstadt machen, dann auch in den Stadtteilen sinnvollerweise auch sozusagen Anwendung finden. Gut, danke. Dann Frau Viergutz, bitte nochmal. Frau Kapphammel war auch noch am Start. Oh, Frau Kappelm habe ich nicht wahrgenommen. Entschuldigung. Soll ich den Anfang machen? Ja, dann machen Sie gerne den Anfang, Frau Viergutz, dann Frau Kapphammel, bitte. Okay, gerne. Sie hatten erwähnt, dass es langfristig ein Monitoring geben soll, so eine Erfolgskontrolle. Mich interessiert, welche Bewertungskriterien für Sie da besonders wichtig sind. Also welche Kennzahlen erheben Sie? Und wenn wir uns zum Beispiel in 5 Jahren hier wieder treffen, woran können wir dann quantifiziert erkennen, ob dieses Konzept erfolgreich war? Geht an mich, ne? sagen wir mal, das Monitoring ist natürlich tatsächlich erstmal von dem Zielbild abhängig. Also es braucht ein Zielbild. Also ich kenne das aus anderen Städten, die sagen, wir wollen die Feinstaubproblematik, sagen wir mal, um 90% runterbringen. Wir wollen in 2030 nur noch 10% Feinstaub in der letzten Meile Logistik haben oder die CO2-Emissionen um so und so viel Prozent senken können. Und das wird dann das sein, woran sich so ein Gesamtkonzept messen lassen muss. Es geht nicht, wobei man ganz klar sagen muss, also jede kleine Maßnahme hat einen kleinen Beitrag. Also man muss im Grunde genommen das Gesamtkonzept angucken, das Gesamtkonzept monitoren und da gucken, ob der Beitrag geleistet wurde. Und wenn er nicht geleistet wurde, muss man eventuell nochmal nachsteuern. Also im Moment sind es die Emissionen, an denen gemessen wird. Wir würden es noch parallel natürlich, das Ganze geht immer über Verkehrsleistungen, ne? Also wie viele Kilometer fahren die Autos und mit welchen Antrieben fahren die Autos? Und daraus modelliert man dann oder berechnet man dann die Emissionen. Also das da setzt es an. Ne? Dankeschön. Danke, ja, Frau Kurte. Genau, Frau Kappermeier gern. Ja, danke. Ich habe auch noch mal eine Frage. Die Lösungen, die Sie aufgezeigt haben für die Belieferung in der Innenstadt, sind ja vielfältig, nicht unbekannt. Ich habe jetzt mal eine Frage in eigener Sache. Also ich bin Kollegin von Matthias Diesterheft, also sitze auch im Rat der Stadt Braunschweig und habe mit meinem Mann hier in der Innenstadt eine Galerie. Wir bekommen Ware zugestellt, die weder mit Lastenrädern noch in irgendwelchen Depotfächern verstaut werden können, da wir einen großen Einrahmungsbetrieb haben und unsere Leisten in einer Länge von mindestens 6 Metern angeliefert werden und Bilder eben auch immer größer werden, auch mal so 2x3 Meter. Wie soll, also da habe ich das Konzept noch nicht verstanden. Was haben Sie vor mit Waren, die eben doch in der Dimension etwas größer sind und im Grunde genommen direkt zum Händler vor die Tür geliefert werden müssen, weil eine zusätzliche
Möglichkeit des Transportes mit den Dingen, die Sie ja aufgeführt haben, gar nicht möglich ist. Da sind Sie nicht alleine. Also auch ein DM oder ein Rossmann kann nicht mit Rädern beliefert werden und auch ja, ein Rewe nicht. Also das heißt, das Problem bleibt nach wie vor bestehen. Das wird eine Lieferung sein, die auf klassischem Wege stattfindet. Man könnte da vielleicht an Lieferzeiten, vielleicht auch an mehr Bündelung denken. Aber das kriegen wir natürlich auch nicht aufs Fahrrad verlagert. Das ist völlig klar. Ne? Dieses Konzept ist aber auch nicht so gedacht, dass wirklich alles von links nach rechts und von oben nach unten gekrempelt wird, sondern dass das, was geht, wird möglichst emissionsfrei, möglichst verkehrssparend, möglichst flächensparend abgewickelt. Aber die Nebenbedingung bleibt, der Handel muss versorgt bleiben. Und auch die Bevölkerung, also wenn sie da wohnen, müssen sie auch noch an ihre Küche oder an ihre Couchgarnitur rankommen. Auch die kriegen sie nicht auf das Fahrrad. Also die Versorgung muss aufrechterhalten bleiben. Aber das, was emissionsfrei und platzsparend geht oder gebündelt geht, soll bitte gebündelt werden und emissionsfrei und platzsparend transportiert werden. Keiner will ihren Laden, ihre Lieferung auf Fahrräder verlegen, glaube ich. Ja, gibt es weitere Fragen aus der Runde? Ja, scheint erstmal so nicht der Fall zu sein, dann darf ich nochmal ganz herzlich danken an das Team, Frau Dr. Kurte und Herr Dr. Esser. Freut mich sehr, dass es gelungen ist, dann auch wenn die vielen Corona-Verzögerungen dazugekommen ist, das so auf den Weg zu bringen. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal die beiden Gutachter nochmal brauchen, um nochmal nachzufragen. Hat auf jeden Fall auch sehr viel Freude gemacht. Sehr kompetent uns beraten gefühlt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich glaube, das kam jetzt auch nochmal rüber bei der heutigen Vorstellung. Ich danke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den unterschiedlichen Bereichen ganz herzlich für das Interesse, insbesondere natürlich auch den Vertreterinnen und Vertretern der Presse. Ja, ich hatte es angedeutet, wir werden die verschiedenen Maßnahmen, Vorschläge jetzt innerhalb der Verwaltung mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen auch diskutieren und dann ein kleineres Maßnahmenpaket vorlegen. Also kleineres meine ich damit, dass wir jetzt nicht den kompletten Handlungsrahmen wahrscheinlich auf einmal umsetzen werden. Das wird sicherlich die Ressourcen erstmal überfordern, aber wir wollen es eben doch sehr konsequent angehen, weil uns, wie gesagt, zum einen natürlich eine zusätzliche Belastung für die Innenstadt, sowohl emissionsmäßig als auch verkehrlich und damit der Aufenthaltsqualität wollen wir vermeiden. Und insofern setzen wir auf den Dialog mit denen, die die Cab-Dienste verantworten und bestellen. Das sind ja sozusagen dann Handel, Gastronomie, andere Gewerbetreibende Innenstadt einerseits und die Cab-Dienstleister andererseits. Ja, dann darf ich ganz herzlich nochmal Danke sagen in die Runde. Viele von Ihnen sehe ich ja nächste Woche noch in der Ratssitzung. Von daher sind da Weihnachtswünsche noch nicht angebracht. Wir müssen noch richtig arbeiten bis dahin. Alle anderen, die ich vielleicht nicht mehr sehe, denen darf ich eine angenehme Adventszeit wünschen, ein friedvolles, gesundes und schönes Weihnachtsfest. Und den Händlerinnen und Händlern, die vertreten sind, denen drücke ich die Daumen, dass sie noch einen guten Endspurt hin